Wunderschönes Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück im LS19 auf der Ravenport. So, gestern angefangen mit Düngen und Säen. Heute werden wir fertig mit Einsehen, düngen gleich nochmal drüber. Und dann haben wir das erste Feld komplett durchgearbeitet. Dann können wir uns auf Feld 2 begeben. Das einmal komplett durcharbeiten. Und ich denke mal, und so hoffe ich, dass wir dann, ja gut, wir haben dann auch noch Feld 3, was bearbeitet werden, Feld 1, was bearbeitet werden muss. Und wenn wir damit durch sind, hoffe ich einfach auch mal, dass wir hier auf Feld 1, nein, Feld 3, wo wir jetzt gerade sind, schon wieder ernten können. Ich gehe mal ganz stark von aus, dass wir wahrscheinlich vom Zyklus her so in etwa hinkommen müssten. Da wir auf Feld 2 zum Glück nicht flügen müssen. Es war mir jetzt auf jeden Fall, ich kann ja mal gleich aussteigen. Und mal eben nachschauen. Ich glaube aber, das ist geflügt. Nur Feld 1. Müssen wir nochmal nachschauen, ob ich da einfach so drüber wegsehen kann. Oder ob es tatsächlich geflügt werden muss. So. Das hätten wir schon mal. Wollte ich hier mal eben gucken. Ja, nur Unkraut. Okay. Und hier. Sojabohnen im Wachstum gedüngt. 50% Unkraut 0. Perfekt. Sehr schön. Gefällt mir. Dann holen wir uns mal schnell unseren Düngestreuer wieder. Plätten da nochmal drüber. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal was geschafft. Mein gut, das hat dann jetzt auch 6 Folgen. Wir sind jetzt in der 7. Folge. Ja gut, hat dann 7 Folgen gedauert. Beziehungsweise die erste Folge war ja gar nichts. Da war ja nur Erklärung. Also dann doch 6 Folgen. Denke aber, geht. Für die Größe des Feldes mit Größe der Arbeitsgeräte schon gar nicht so übel. So, wunderbar. Da hätten wir dann auch das. Und auf geht's in Runde Nummer 2. Diesmal gebe ich mir auch ein bisschen mehr Mühe. Ich finde ja so ein frisch eingesätes Feld, gerade wenn man es jetzt auch mal in der Natur wirklich sieht, also Real Life, das sieht immer so, ich weiß nicht, das sieht so geil aus. Was diese Maschinen in der Lage sind zu schaffen, eigentlich, ne? Also so, teilweise sind es ja riesige Sämaschinen und trotzdem sind sie in der Lage, das alles schön feinfühlig, gleichmäßig und schön sauber da alles hinzubasteln. Finde ich schon teilweise faszinierend. Das ist auch das, was mir an der Landwirtschaft beeindruckt, diese riesen Maschinen im Grunde, die aber halt trotz alledem mit den ganzen Feldfrüchten vernünftig umgehen, ohne es wird nichts zerquetscht, nichts. Klar, gut, es ist, man hat immer ein bisschen Abfall, ist halt immer dabei, was auf der Strecke bleibt und kaputt geht, aber also im Großen und Ganzen ist ja halt, ich weiß nicht, ich finde es einfach phänomenal. Diese monströsen Maschinen und dann werden halt die Kartoffeln geerntet oder die Rüben und es funktioniert alles einwandfrei. Fasziniert mich. Oder halt auch die Mähdrescher. Was für Riesenviecher. Und trotzdem schaffen die es da, quasi jedes einzelne Korn rauszudreschen. Ist schon ziemlich geil. So, jetzt machen wir aber doch einmal hier ein Vorgewende. Ich habe keinen Bock andauernd auf diese blöden Schienen da zu fahren.
So. Erste Folge ist gleich durchgerendert. Sehr schön, dann können wir die zweite machen. Und ich bin aufnehmen mit fertig. Aufnehmen mit fertig. Jawohl. Fertig mit aufnehmen. Die haben alle keine richtigen Hupen, die Traktoren. Alles so Mädchenhupen, sage ich immer so. Also weil die einfach so hell klingen. Die können ja trotz alledem laut sein, aber die klingen einfach so hell. Ja, so, die letzten Meter haben wir jetzt vor uns. Und dann Feld Nummer 3. Was wir zuerst bearbeitet haben, einmal durchgerockt. Dann können wir auch als nächstes in den Drescher springen. So würde ich mal sagen. Und schon mal anfangen zu ernten. So, fertig. Ist noch ein bisschen mehr als halb voll. Das wird auch nicht mehr für Feld 2 reichen, glaube ich. Wenn wir jetzt 49% gebraucht haben. Nein, 39. Und Feld 2 nochmal ein bisschen größer ist, könnte es mehr als nur knapp werden. Okay, so, einmal den wieder beiseite stellen. Ich bleibe jetzt einfach in dieser Sicht und fahre einfach jetzt rückwärts dahin, weil mit Kamera spielen und so, ich finde das im Moment noch ziemlich lästig. So, alles klar. Springen wir in unseren wunderschönen Mähdrescher. In der Hoffnung, dass uns gleich nicht wieder das Dings abhaut. Das Schneidwerk. Jetzt gucken wir mal, wie kommt man denn hier runter? Ja, geht so. Geht so geil. Vielleicht muss ich da doch nochmal beigehen. So, vielleicht, wenn ich schnell genug bin, vielleicht haut er dann nicht ab. Versuche gerade mal komplett stehen zu bleiben. Haut ab. Okay, nee, 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 lass sein, du machst mir mein Feld kaputt. Ey. Nein, 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 nein. Boah. Wenn das da jetzt runtergefallen wäre, ne? So, ich versuche mir das jetzt hier mal zu krallen. Irgendwie. So nicht. Okay. Kleine Unfälle passieren. Ja, ich hoffe, dass das ein Fehler ist, der noch gefixt werden kann. Aber es ist auch echt eine fiese Ausfahrt. Ja, ich hoffe, dass es ein Fehler ist, der noch gefixt werden kann. Denn wenn man hier keine Schneidwerkswaren benutzen kann, weil die andauernd abhauen, das wäre schon wieder richtig mies grottig. So, bitte lass mich den anhängen können. Ja.
Beziehungsweise, ja, kann man nur benutzen, indem man den Traktor davor spannt. So, da ist es. Dann müssen wir es tatsächlich halt jetzt immer so machen. Müssen wir den Anhänger gleich wegfahren, beziehungsweise, ja. Oder halt jetzt mit dem Johnny den anderen Anhänger ziehen, mit dem wir abtanken. Achso, ich muss ja den Motor starten, sonst läuft hier nichts. Das kann bitte wieder zu. Und auf geht's. Ich würde sagen, davon gönnen wir uns auch gleich mal ein schönes Foto. Perfekt. Haben wir auch ein schickes Thumbnail jetzt. Auf geht's. Letzten paar Minuten können wir hier noch 1, 2, 3, 4 Bahnen ziehen. Bin ich mal gespannt, was hierbei rauskommt an Gerste. Hier werden wir dann, ich denke, auch erstmal Soja drauf kloppen. Dass wir die erste Rutsche komplett alle drei Felder einmal Soja machen, des Geldes wegen. Und danach einfach mal gucken, was hat's gebracht. Wo können wir weitermachen? Können wir uns irgendwas leisten, was uns tiertechnisch oder so schon weiterbringt? Oder vielleicht gleich noch ein viertes Feld holen? Da wäre Feld 4 natürlich eine geile Alternative. Einfach weil es hier in der Nähe ist. Aber das ist natürlich auch monströs. Da ist dann halt tatsächlich, wenn einmal gepflügt werden muss, oder selbst mit unserem kleinen Drescher hier. Das war nicht die richtige Taste. Mit dem kleinen Drescher, da brauchen wir ein bisschen länger. Und wenn er dann da halt sagt, ja, hier, ne, mach mal schön offscreen weiter, wenn du angefangen hast. Ja, dann seht ihr nichts vom Let's Play eigentlich, weil ich dann quasi 3 Tage alleine spiele. Würde jetzt nur auf das Feld abgesehen sein, ne? Ja, Feld 8 ist sogar noch größer. Ja, boah, das ist schon ordentlich. Man kann ja auch drüber nachdenken, ob man nicht diese drei Felder zusammenlegt. Wobei ich da, ehrlich gesagt, noch nie so der übelste Freund von war. Alle Felder einfach, ja, so groß es geht und pflügen und alles zusammenpflügen, dass man da nur noch ein, zwei Riesenfelder hat, keine Feldwege mehr dazwischen. War ich noch nie ein Freund von. Und dafür, dass ich hier nur alleine spiele drauf, habe ich eigentlich genug an Feldern da, als dass ich sie jetzt noch vergrößern müsste. Klar, habe ich das mehr oder weniger kostenlos, die Feldfläche. Aber dafür ist es halt auch nicht unbedingt schön. Meine Meinung. Weiß nicht, wie macht ihr denn das? Seid ihr so welche, die permanent oder halt gerne die Felder zusammenlegen? Ich kenn da auch den einen oder anderen, ne? LS19 Profis. Das ist, glaube ich, das Erste, was sie machen, einen Flug kaufen und erstmal alle Felder zusammenpflügen, was sie haben, was geht. Mein klar, für den Anfang ist es eigentlich auch das Beste, was man machen kann, weil man halt Ackerfläche umsonst bekommt. Und das ist ja auch jetzt nicht unbedingt wenig. Ja gut, was heißt nicht wenig? Es ist aber auf jeden Fall Ackerfläche, wo man das ein oder andere mit verdienen kann. Und das kostet halt nichts, außer dass man da einmal kurz durchpflügt. Ich sag mal, hier würde es jetzt vielleicht gar nicht so viel bringen, weil das sind diese kleinen Stückchen hier zwischen den Feldern. Vorne bis zur Straße. Ja. Da hinten ist nicht mehr viel. Bei A1 da vorne würde sich das lohnen, weil das
dieser Riesenbogen bis zur Straße hin. Das wäre nochmal eine ordentliche Fläche, die dazukommen würde. Das hätte schon was. Aber erstmal werde ich es nicht machen. Also ich ziehe das jetzt nicht unbedingt in Betracht. So, einmal rum, Drescher voll. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Hat man, glaube ich, beim anderen Feld auch. Ja, gut. Dann können wir jetzt mal den Traktor holen. Aber wir sind mit der Folge auch schon wieder durch. Ich denke, doch wenigstens noch was geschafft. Ich meine, eigentlich haben wir ja klar, wir haben was geschafft. Wir haben die letzten Meter eingesät, drüber gedüngt, beinahe unser Schneidwerk verloren und haben jetzt hier eben einmal das erste Vorgewende gezogen. Ich kann halt nicht schneller machen, wie die Geräte fahren. Ja, das sollte man immer, oder muss man mit berücksichtigen. Ja. Okay. Gesucht wird wahrscheinlich immer noch, gehe ich mal von aus, Mitspieler. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, wir dürften jetzt, wenn das Video draußen ist, sogar Samstag haben. Heißt eigentlich. Ja gut, ich sag mal, ich starte das Projekt natürlich auch ohne den Mitspieler. Wenn sich dann da irgendwann doch noch einer findet, dann kann der halt immer noch dazu stoßen. Also wie gesagt, ich suche immer noch einen Mitspieler, egal ob jetzt Samstag ist oder nicht. Vielleicht habe ich aber auch schon einen. Aber das werdet ihr dann auch heute erfahren, denn ich gehe mal davon aus, dass entweder gestern oder heute unser Multiplayer-Projekt startet. Oder gestartet ist gestern Abend, Nachmittag. Irgendwie so in dem Dreh. Ja. Dann bedanke ich mich wieder ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst ordentlich Kommentare da und auch gern ein Däumchen, um mich zu unterstützen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich kostenlos, würde ich mich riesig drüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.